Oh, kommen wir doch jetzt mal von hinten hier. Bäm! So, mit dir werfe ich jetzt einfach auch. Alle explodieren. Ein wunderschöner Gedanke. Moment. Duel. Okay. Wie ist es? Ich kann sagen, ihr wollt mich doch verarschen. Doch. Ich möchte ja alle Lichter. Oh, Junge. Ihr geht mir ein bisschen auf den Sack. Hab ich das schon mal gesagt? Satan, geh mir die auf den Sack. Die sollen einem auf den Sack gehen, oder? Oh ja. Ich glaube schon. So. Eure Herzen sind dafür jetzt meine. Ja, hier. Du darfst jetzt gleich mal so fröhlich jemanden angreifen. Den hier. Siehste. So, und, es wirkt schon wieder so, als hätte ich... Ach, ich habe wieder keine Waffen. Okay. Sehr cool. So. Where the fuck are my fucking weapons? Yowza myself. Ah. Oh, ist das schon wieder so ein Penner? Ey, das ist so Wahnsinn. So, bitte. Geht zur Hölle. Danke. Ich bin schon wieder total raus hier gerade. Aber zumindest rocken die Channeled Weapons wie Arsch. Da explodieren gleich mal alle weg. So. So, Freund der Sonne. Also quasi nicht Freund der Sonne, aber... Was macht hier dieses merkwürdige Geräusch? War das ein herumglitschendes... Ja, muss so sagen. So. So, jetzt müsste ich mich wieder gefasst haben. So langsam. Okay. Die Darkness Weapons, die müssen sich erst wieder aufladen. Das klingt logisch, sonst wären sie, glaube ich, zu stark. So, ich werde aber mal gucken, ob ich irgendwoher noch eine Einhand... Kann ich wieder Dual Wielden. Allerdings hat die... Ich weiß ja nicht. Oh, der... Es ist nicht wahr. Geh doch mal sterben, Alter. So, du auch. Alter Verwalter. Ach, jetzt macht er mich wieder hier, oder was? Ich hab keinen Plan. Das sagst du so einfach. Würde ich sehr gerne tun. Der geht mir nämlich tierisch auf die Eier, aber... Wenn das alles mal so einfach wäre. Was ist das hier überhaupt? Nein, ich meine den hier. Auch nur was zum Wegwerfen, oder was? Ah ja, okay.
Ja, okay. Mal eben gucken. Jetzt kann ich wieder hier Channel und so einen Kram. Das gefällt mir übrigens. Werde ich gleich mal für diesen Penner benutzen. Sofern der sich denn hier mal andeuten würde. Was ist das hier? Oh, let's do some random mischief. Yes, I know. You're repeating yourself. Oh, okay. Was kann ich hier jetzt machen? Genau, das war Demon Blades. Dark Armor. Hab ich schon, ne? Ja. Gut, gucken wir mal hier. Swarm. Ostana, das klingt irgendwie langweilig. Expert Channeler. Cooldown is much faster. Extends the game. Oh. Das klingt beides interessant. Gucken wir mal, was war denn hier so? Faster Reload. Immediately firing a shotgun. Was haben wir hier denn? Power Execution. Scrap vulnerable. Power Execution. Hasten the recharge of swarm and gun shining. Ah, okay. Receive more ammo. Whatever. Demonic Executions. Oh, ein Schild kreieren. Enemies that have been staggered or knocked down will remain vulnerable to being grabbed for longer after they recover. Ja, das, ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen, Demonic Executions und Power Executions, ich glaube, ich gehe dann eher auf Power Executions, weil die das Gun-Channeling ein bisschen verstärken, also... Mal gucken, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann feststellen. Weil dieses Gun-Channeling, das gefällt mir ja doch schon ziemlich. Warum bin ich denn jetzt schon wieder? Ich habe E gedrückt, ich Trottel. Ja, ich weiß. Hallöchen. Yes, I know, but... You are a funny little man. Yes, I know. Ach so, okay. BTF. Hä, was geht? Was glitscht da schon wieder rum? Der hier. Au. So, gleich machen wir mal Gun-Channeling hier, wenn er sich mal wieder manifestiert. Naja, jetzt war gerade irgendwie nicht so sinnvoll. Au! Hä? Junge! Ich vergesse bei sowas echt immer die, die Dings zu benutzen, ne? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ach so, ich kann wieder... Ich hab wieder keine Muni, cool. Ist das geil! Ich bin ja sowas von... Oh. Gott, stirb, du blöder Peitschenmann. Geht der mir auf den Sack? Oh, du auch. Ja, ja, ich weiß.
geht der mir wieder auf den Sack. Hat er auch ein Zuhause? Hast du ein Zuhause, Alter? Geh mal weg. Was? Das geht. You're just a vessel for the darkness, Estacado. You're a flesh-covered suitcase. Shut up. Ja, mach ihn fertig. Go ahead. Kill me. You know you want to. Oh ja, aber sowas von. My reward. I welcome this suffering in the name of the Brotherhood. Where's your boss hiding? What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? He's at Hellgate. Hellgate, don't you, Jackie? So many fond memories there, huh? Come pay us a visit. We're waiting for you. Hellgate, huh? Thanks for the help, asshole. Ooh! Aldor! Yes. Sweet revenge, aber hundertprozentig. Wenn schon, denn schon. Hat sich aber auch ja angekündigt. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of or how bad a person you are or any of that bullshit. You learn you can sleep at night after, or you learn you can't. You're either haunted or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Schlimm genug, würde ich jetzt mal so behaupten. Everything okay, Boss? Aber jetzt sage ich dir natürlich, dass alles klar ist, weil ich so eine unheimlich harte Sau bin. Wobei, der hat schon so einen gewissen leeren Blick oder so, ne? Oder kommt mir das nur so vor? So, wenn ich jetzt da so hinguck, naja gut, sei es drum. Ach, Gottchen. Ja. Oh, I had it with these guys, Jackie. We gotta put an end to this. That's the plan, Vin. Let me know what you need me to do. Sit tight. I'm gonna check in with Johnny. Anything you say, boss. And when you're ready to put these fucks down, you say the word. So, wir dürfen uns jetzt mit Johnny unterhalten. Wieder einmal mit dem leicht bekloppten Vogel. Und hier ist wieder alles Knorke, so wie es aussieht. Sehr gut. Ich frage mich, ob er jetzt auch hier ein Bild von Aunt Sarah hängen hat. Ja, so legt man seine Socken in den Schrank. So muss das sein, genau. Sieht bei mir auch nicht viel anders aus. Ja, bis auf, ne? Mein Schrank ist nicht so dekadent. Ja. Ich muss zugeben, dass mich das Kampfsystem doch stellenweise echt, also das ist ein richtiges Kampfsystem ist das ja gar nicht, aber die Steuerung mich stellenweise doch ein bisschen in den Wahnsinn treibt, stellenweise. Ich glaube auch, weil ich einfach immer wieder vergesse, dass es hier kein stinknormaler Shooter ist, sondern einfach The Darkness, wo ich dann halt auch diese zwei lustigen Dämonenarme habe, die ich benutzen kann.
Oh, was ist hier los? Hier wird gearbeitet. Sehr schön. Damn. What a mess. Oh ja, das magst du sagen. Ja, und dementsprechend fällt es mir dann, glaube ich, immer wieder verdammt schwer. Vor allem... Oh, was ist hier los? Vor allem, das ist ja auch ein Blind-Ding und so weiter und so fort. Da wird gerade über uns erzählt, dass auf dem Friedhof alles kaputt gemacht wurde und... Dass der Funeral didn't go so good. Good thing he skipped out after the service. Oh ja. Reminds me when I worked in the Playboy Mansion. Okay. Sie hat mal im Playboy-Haus gearbeitet. Yeah, Vinny. I will. Ach du heilige Scheiße, da ist ja ordentlich was kaputt gegangen, ne? War das schief zu sagen? Ja, was war irgendwas zu sagen? Achso, ich wollte gerade sagen. Nee, zu dem gehe ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt erst noch mal gucken, was hier so los ist. Jo, was ist los? Irgendwie, an irgendwen erinnert der mich. Also er hier. Er aber auch. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Hey there, handsome. I didn't mean... It's just... You know, you got nice hair. Sure. Hey. Oh, remember that story I was telling you? Right, okay. So I'm on the bathroom floor with Black Number 8, and we're beating the shit out of each other, right? After about 2 minutes of this, Eddie finally comes in, and I'm thinking, thank God, because this big motherfucker's gonna kill me. So what does Eddie do? He steps right over me. He figures like the girl's getting cold or something, I don't know. He fucking picks up where I left off. Long story short, I finally knee the guy in the balls till he passes out. I get him out of there. By that time, Eddie's done doing his business. And he comes out of the stall and he says, thanks, pal, I owe you one. I would have kicked his ass right there. But I had to hand it to him. Because that Eddie, he always did have his priorities straight. God bless. May he rest in peace, that lovable poor bastard. Erst die Frauen, dann die Freunde, oder was? Ach ja. Ach, Dolfo! Was hat er denn wieder zu sagen? Boss ahoy! Dolfo ahoy! Spend time with Dolfo. Mal gucken, was er zu sagen hat. What, me? Nothing? What? Ich frag doch nur. Enjoy some fine beverages with Dolfo. Teach the pigeons. Okay, kann ich beides nicht so gut. Also, es ist aber schon mal gut zu wissen, dass man das auch später noch tun kann. Mit dem guten Mann. Yo, Butcher! It's time to end this, Jackie. Definitely. I know. But, yes. Yes, I know. Wir werden das auch alles beenden. Ja, werde ich ja, keine Sorge. Damn, Boss. Was ist denn los? That's it. Now these fucks have gone too far. Ja, ich weiß. Aber was will man machen? Außer alle umbringen. You go take care of this, Jackie. Werde ich. Oh, ist das? Jackie. Leo. How you sleeping, Boss? You sleeping good? Geht, ne? So, how you doing? Okay. I hope you know what you're doing. Me too. Oh, me too. Das finde ich übrigens schade, dass man sich keine ganzen Filme mehr angucken kann. Yeah, you take care of yourself. You always do, right? Ja, yeah, I do. Es gibt noch diese stummen News. Naja. Was will man machen, ne? War ich schon oben? Ja, stimmt, von da kam ich ja. Gut, dann wollen wir mal mit Johnny reden. Der hat irgendwas zu sagen, anscheinend. Egypt, Rome, Greece. You see what happened in Bosnia the last 10 years? You think any of that's a coincidence? Nothing's ever substantiated. Crazy stuff, people in boats, lights and water, all kinds of shit. Wovon redet er? Von der Ausbreitung der Bruderschaft, oder was?
Ich weiß es nicht. Irgendwie klingt das hier nicht gerade... Oh, na gut. Wir haben ja schon einiges gefunden, allerdings auch einiges nicht. Ach, man kann sich die auch angucken. Das ist ja geil. You know, Jackie, you bring me the nicest things. Your methods could be a little less mass murdery, but who am I to argue? Ach, wie geil. Ja, das mache ich dann aber jetzt woanders. Wann anders? Das ist ja cool. Da wird einem noch dann was erzählt zu. Sehr schön. Faszinierend. Ja, gut, dann... Yes, I know. Jackie, I heard what happened. Jesus Christ. I think I'm losing my fucking mind. I keep seeing that loony bin. And it's getting worse. I mean... It's like I'm losing time or something. Jackie, listen to me. This is what the darkness does. It confuses you. So I'm thinking maybe it would be a nice time to go visit Hawaii or Fiji. Someplace nice, warm, and way the fuck away from these guys. No. They're holed up at the old boardwalk in Astoria. A place called Hellgate Field. Me and Jenny used to go there when we were kids. That's where I'm headed. Jackie, you gotta think carefully. Hmm? This could be a trick. The whole thing smells like a trap. That's because it is a trap, dummy, but I don't have a choice. I can't let it keep hurting Jenny. Don't let them take the darkness, Jackie. You do that. We are all fucked. What about the siphon? You can't let the darkness have it. You do that. We are all, once again, fucked. Not even the Angelus could stop the darkness then. Great. So I'm fucked either way. Listen, Johnny. Thanks for everything. Anytime, Jackie. Just, you know, never, ever, ever again. Okay? Okay, also wir haben jetzt quasi die Wahl zwischen gefickt und gefickt. Klingt ja sehr... Hey, if you die, can I have all your books? too soon. Oh, yeah. Okay, stumpf. Ja, mal sehen, wie es uns... Did this all go shit-shaped in a hurry? Not good, boss. Ach, nee. This is a bad deal, Jackie. A very bad deal. I've been talking to Vinny. Maybe we should lay low for a while. Let things settle down. That's smart thinking. And all of you should do that. But I'm ending this. Tonight. What the hell's that supposed to mean? It means I'm going by the old boardwalk up in Astoria. I have something there I need. What's this all about, boss? Just say the word. Me and the boys are ready to bust some fucking balls. These pricks got the nerve to come in here? No, Vinny. I put you guys at risk because of... my thing. I'm not doing that again. I gotta do this on my own, all right? Jackie, come on, I can't... That's an order. Hear me? You got some balls, kid. Fellas, if I don't come back... None of that, Jackie. I'll see you when you get back. Got it? Okay. Das stinkt alles so ein bisschen nach letzter Mission, aber... Alter, das kann doch noch nicht... Nee, komm. Ich bin gespannt. Uff.